Wir hatten gestern bei der Tagesordnung festgelegt, dass heute am Freitag als erster Tagesordnungspunkt der Nummer 10 Errichtung einer Pumptrackanlage im Dresdner Westen, Umsetzung der Petition P37/20 behandelt werden soll. Das ist ein Antrag der CDU-Fraktion, die ihn zunächst einbringen kann. Danach hatten wir gestern vereinbart Rederecht für Herrn Wagner, der danach dran ist. Und danach würden wir einsteigen in die Fraktionsrunde und es beginnen Freie Wähler, freie Bürger heute. So, dann darf ich jetzt um die Einreichung bitten. Frau Wagner, bitteschön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, geschätzte Kollegen, heute sehen wir uns wieder und beginnen heute dann mit der Pumptrack, nachdem leider letztes Mal uns zur Freude der zweite Sitzungstag empfiehl, aber natürlich dann der Beschluss erst heute möglich wird. Ich freue mich darüber. Ich hoffe, es geht den Kollegen, die das Thema begleitet haben, mindestens im Petitionsausschuss auch so. Es ist nämlich ein sehr, sehr schönes Thema. Ich persönlich finde, wir haben eine tolle Sportstadt, die nicht nur geprägt ist von vereinsgebundenem Sport, Leistungssport, sondern vor allen Dingen auch von den sogenannten Trendsportarten. Und da gehört Skaten dazu, haben wir ja zum Beispiel in Klotzsche auch schon einige Dinge in Angriff genommen. Wenn wir hier rüber gucken, sehen wir eine Halfpipe. Und es wurde immer wieder diskutiert, wo auch an der Elbe noch zusätzlich zum Beispiel Skaterplätze geschaffen werden könnten. Heute geht es um zwei Räder oder auch noch mehr Räder, die auf sogenannten Pumptracks fahren können. Mir haben Kollegen bei der Beschlussfassung in der Fraktion gesagt, also wenn wir jetzt endlich den Antrag beschließen, dann kann mir hoffentlich auch jemand erklären, was eine Pumptrack ist. Ich würde an der Stelle jetzt darauf verzichten und das dann den Einreichern der Petition, namentlich Herrn Wagner, überlassen. Wir sind übrigens nicht verwandt. Wir haben uns wirklich erst im Zuge des Themas Pumptracks kennengelernt. Und wie gesagt, ich denke, er wird Ihnen dann erläutern können, worum es da ganz genau geht. Fakt ist, nein, wir sind nicht verwandt. Also, das ganze Thema geht auf eine Petition zurück, immerhin vor über 2 Jahren eingereicht, nicht nur als eine normale Petition, sondern eine Petition von Jugendlichen, nämlich von Fritz Rose und seinen Kollegen, die eben regelmäßig sehr, sehr gut hobbymäßig auf solchen Pumptracks unterwegs sind, auch wahnsinnig schnell sind und eben nicht nur als Hobby, sondern auch international erfolgreich sind. Auch das wird sicher noch erläutert. Und wir haben ja gestern Abend schon einen wichtigen kleinen Meilenstein gelegt mit dem Haushaltsbeschluss. Das sind nämlich die ersten 50.000 für die Pumptrack, die in Dresden entstehen wird, schon eingeplant. Jetzt kommt es aber darauf an, und damit komme ich kurz zur Vorstellung des Antrages, dass aus den Vorarbeiten jetzt ganz konkrete Handlungen abgeleitet werden. Das heißt, im Prozess haben wir erfahren, es ist noch nicht ganz klar, welcher Fachbereich in der Stadtverwaltung jetzt eigentlich dafür zuständig ist. Ist es der Sport? Ist es das Amt für Stadtgrün? Das müsste jetzt sehr, sehr schnell geklärt werden und dann natürlich auch kapazitätsmäßig bitte untersetzt werden, weil die Petition wurde, wie gesagt, im August 2020 eingebracht. Jetzt haben wir Dezember 2022 und bevor der Fritz volljährig ist, wäre es schon schön, wenn er noch ein paar Jahre auf der Pumptrack fahren könnte. Und damit können Sie, lieber Herr Oberbürgermeister, dazu möchte ich Sie nämlich mit dem Beschluss heute auch ausdrücklich einladen, dass Sie federführend natürlich dafür sorgen können, dass wir mit dem Beschluss heute sehr, sehr schnell eine Zuständigkeitsklärung haben, sehr, sehr schnell eine finale Ortsklärung haben, denn eine Varianten- und eine Ortsuntersuchung ist ja erfolgt. Und ich denke, Sie sind derjenige, ich meine, Sie wurden auch in Kossebaude im Zuge des Oberbürgermeisterwahlkampfs auf das Thema angesprochen, und kennen das Thema also sehr gut. Insofern würde ich mich freuen, wenn wir schon nächstes Jahr Sie als ersten Fahrer auf der Pumptrack dann zur Einweihung begrüßen können.
Genau. Ich möchte noch abschließend ganz, ganz liebe Grüße vom Ortsvorsteher Lutz Kusche übermitteln, der sich ja auch in das Verfahren sehr intensiv mit eingebracht hat. Er hat heute extra noch mal angerufen und hat noch mal ausdrücklich das Interesse der Ortschaft bekundet, dass die Pumptrack im Dresdner Westen in Kossebauder entsteht und dass auch die Ortschaft dazu bereit ist, hier noch mitzufinanzieren, dass wir nicht nur was Kleines, Niedliches bauen können, sondern was Ordentliches, Stabiles, was vielleicht auch ein bisschen größer ist. Und schließlich und letztendlich auch nochmal ganz herzlichen Dank an alle mit einreichenden Fraktionen. Es ist, glaube ich, auch damit untermauert, dass es ein schönes Thema ist, ein zukunftsträchtiges Thema. Und damit wird ein Ort geschaffen in Dresden, wo sich Jung und Alt treffen können, egal ob sie am Rande sitzen, drüber rollen oder sich einfach nur freuen, dass die Jugend Jung und Alt sich dort versammelt. Herzlichen Dank und ich bitte um Unterstützung. So, weit vielen Dank, Frau Wagner, als Einreicherin. Und von Frau Wagner jetzt zum nicht verwandten Herrn Wagner. Bitte schön, Ihnen ist das Mikrofon hier vorne. Sie haben genau, wie die Stadträte und Stadträte, auch 5 Minuten Rederecht. So, schönen guten Tag. Ich stehe das erste Mal vor so vielen Leuten, also bitte Rücksicht. Schön, dass ich heute hier sprechen darf. Freut mich. Vielen Dank, dass das Interesse da ist. Vielen Dank an die Frau Wagner, dass sie das so schön eingeleitet hat. Pumptrack. Wie sind wir dazu gekommen? Ich bin eigentlich stellvertretend für meinen Sohn, der vor so vielen Leuten erst recht Angst hat zu reden. Habe ich das übernommen? Väter. Die Einleitung. Mein Name ist Steffen Wagner, bin 50 Jahre alt, wohne jetzt seit 30 Jahren hier in Dresden mittlerweile. Nächstes Jahr im März sind es genau 30 Jahre. Und ich habe zwei Söhne, den Fritz und den Kurt. Und die haben leider ein Problem, die spielen keinen Fußball. Und damit sind wir am Problem, Pumptrack. Sie fahren gerne Fahrrad, ich fahre Fahrrad, demzufolge fahren Sie Fahrrad, die Jungs fahren sehr gut Fahrrad, meine Frau fährt Fahrrad, alle fahren Fahrrad. Unsere Urlaube sind entsprechend Fahrradurlaube und so sind wir nach Österreich gekommen und da war ein Pumptrack und anstelle von einer Woche wandern, waren dann einen Tag wandern und 6 Tage Pumptrack fahren. So ist die Geschichte entstanden. Das Jahr drauf sind wir dorthin gefahren zu so einem Pumptrack-Rennen, hat der Fritz bei den Jungs gewonnen und wir haben gesagt, wir brauchen in Dresden einen Pumptrack. Und es gibt in Dresden keinen Pumptrack, leider noch nicht. Ich hoffe, das ändert sich. Und seitdem haben wir da halt dran gearbeitet, versucht, ein Pumptrack zu bekommen über einen Ortsvorsteher, verschiedene Schriftstücke, falsche, richtige, alles Mögliche. Jetzt sind wir hier, Petitionen, es hat alles funktioniert. Ich würde Ihnen jetzt mal ein Video dazu zeigen, damit Sie mal wissen, was ein Pumptrack ist. Wir bauen jetzt in Dresden einen Pumptrack, um trainieren zu können. Wir wollen an Wettkämpfen teilnehmen. Österreich gibt es Meisterschaften, in Deutschland noch nicht. Das ist modern und trendy. Damit kann man junge auch Leute, erklären. Die mit einem Mountainbike oder auch Modular Skateboard auf einem Rundkurs fahren. Wir hatten eigentlich ein anderes Video. Der ca. 1 Meter breite Bike Trail hat Wellen, Steilkurven und Sprünge. Dass es in Dresden sowas nicht gibt, das hat 2 Kossebauder sehr geärgert. Steffen Wagner und Sohn Fritz. Fritz ist 15 und hat auf Sport wie Fußball gar keine Lust, dafür aber eben auf Pumptrack. Es macht einfach Spaß und es gibt irgendwie eine gewisse Freiheit, wenn man über den Pumptrack so fährt. Und da ist Fritz super und durchaus international am Start. Es gibt hier in der Umgebung nur wenige Pumptracks. Es gibt einen im Bikeareal, das ist am Hauptbahnhof in Dresden, da auf der Strillner Straße. Aber der Pumptrack ist aus Erde und der ist, nicht so gut gepflegt. Da macht es nicht so viel Spaß, da drauf zu fahren. Vater und Sohn hatten deswegen erfolgreich eine Petition gestartet und im Rathaus. Ja, eigentlich hatte ich ein schönes Video noch gemacht. Das ist jetzt das Video, was wir schon mal online hatten irgendwie. Es gibt hier ein anderes Video, das hatte ich hier. Ja, ich dachte auch, dass das hier funktioniert. Vielleicht kriegen wir das nochmal irgendwie hin. Das ist eine SD-Karte, ich weiß nicht, ob man die irgendwo einlegen kann. Hier ist das Video drauf. Eine SD-Karte, ne? Ich hatte so einen Link geschickt zum Runterladen von dem Video, weil das so groß ist. Ach so.
Ja, ein Pumptrack. Also man hat es in dem Video schon mal kurz gesehen. Ein Pumptrack ist eine asphaltierte Wellenbahn. Besteht zwar aus Wellen, Steilkurven und ist ein Rundkurs. Der ist unterschiedlich zwischen 100, 200, 300 Meter lang. Es gibt verschiedene Längen, verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Größen für kleine Kinder, große Kinder, verschiedene Anbieter. Und wir sind mittlerweile jetzt immer im Urlaub, eigentlich unsere Urlaube orientieren sich an Pumptracks. Entweder am Urlaubsort oder auf dem Weg dahin oder auf der Rückfahrt halten wir an Pumptracks an. Wir machen Männerurlaub eine Woche Pumptracks. Wir haben alles schon gesehen. Und es gibt Asphalt-Pumptracks, es gibt Erd-Pumptracks und es gibt so eine Modular-Pumptracks, da stand mal in der Neustadt. Die werden eigentlich alle relativ gut angenommen, haben alle Vor- und Nachteile. Und ja, Hauptsache an der, also die Hauptgeschichte ist, man fährt auf dem Pumptrack mit Körpergewicht, pusht man sozusagen eine Runde rum. Es ist sehr anstrengend, man macht da eine halbe Stunde, ist der Tag erledigt. Es gibt mittlerweile Wettkämpfe, es gibt, ja, was gibt es noch? Jetzt durch das Video bin ich jetzt ein bisschen schade. Es gibt Pumptracks in Ostdeutschland, im Osten Deutschlands gibt es in Berlin einen Pumptrack, in Leipzig gibt es einen, in Zwickau, glaube ich, gibt es einen Pumptrack und ansonsten ist es hier relativ, in Bernsdorf gibt es noch einen und ansonsten ist alles relativ dünn gesät und so eine Stadt wie Dresden, finde ich, Sportstadt Dresden, wenn sowas hier stehen würde, wäre das perfekt. Wir hatten auch schon mal eine Ortsbegehung gemacht, haben verschiedene Grundstücke uns angeguckt und haben da auch was gefunden in Kossebaude, was gehen könnte und ja, also ich würde mich freuen, wenn Sie alle sagen, ja, Steffen, das machen wir für den Fritz und für seine Kumpels. Wir sind 800 Unterschriften haben wir gesammelt, oder? 800 Jungs haben es unterschrieben, also die Leute sind da. Und meine Zeit ist abgelaufen. Ach, ich bin übrigens optimistisch, dass sie das schaffen in der Runde. Vielen Dank. Also, vielen Dank, Herr Wagner. Ich hoffe nie, dass das dann die Ergebnisse sind davon, wie Sie jetzt hier... Das ist Kevin. So, dann steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Wird Freie Wähler das Wort gewünscht? Nein. SPD das Wort gewünscht? Sieht nicht so aus. Dann FDP das Wort gewünscht? Nein. Dissidenten? Nein. Dann AfD? Herr Rentsch, bitte. Sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Stadträte, liebe Bürger und Zuschauer. Ich möchte noch eine ganz kurze Anmerkung zur Sache machen. Wir freuen uns, dass der interfraktionelle Antrag die gute Vorarbeit der Ortschaftsräte stützt und dass wir hier und heute die Grundlage für eine zeitnahe Realisierung der Radstrecke beschließen. Die Errichtung einer Pumptrack-Anlage im Dresdner Westen genießt bereits seit der Vorstellung zweier Jugendlicher, offensichtlich Kurt und Fritz, im Kossebader Ortschaftsrat, die uneingeschränkte Unterstützung durch den Ortschaftsrat. Auf Anraten der AfD wurde die Pumptrack-Anlage bereits in die Prioritätenliste der Kossebauer Gemeinde aufgenommen. In diesem Sinne auf eine gute parteiübergreifende Zusammenarbeit in der Sache. Vielen Dank. Bündnis 90 Die Grünen, für das Herr Schulze. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Wagner, ja, schöne beeindruckende Rede und auch eine Anerkennung von unserer Fraktion dann für Ihr bürgerschaftliches Engagement. Also weil die Strecken dann, die wir, glaube ich, oder Parcours dann, die wir bisher kennen, sind ja entweder irgendwie privat entstanden dann oder eher, sag ich mal, auch im illegalen Bereich dann zu finden. Ich habe mal geschaut dann, also Baden-Württemberg hat eine ganze Menge offizielle Pumptrack-Strecken. Bayern hat es geschafft. Ich glaube dann, wir sollten das als Stadt Dresden auch mit tun. Und es ist, glaube ich, auch für diese Stadt auch gut und wichtig dann, und es hat mich auch sehr gefreut dann, dass Sie auch, ja, so ein passionierter Radfahrer sind dann. Ich glaube, das teilen wir an dieser Stelle auch dann. Also von der Seite her finde ich das klasse, dass Sie das gemacht haben, auch Ihren Sohn dann so sehr stark unterstützen. Bisher ist es auch so dann, dass der Geschäftsbereich 7 dann, also mit der Bürgermeisterin Eva Jenigen bis vor kurzem noch, auch ihr Anliegen da auch sehr wohlwollend und auch sehr gut mit unterstützt hat. Was wir, glaube ich, aktuell noch haben, dann ist wirklich dann, weil Sie haben es ja auch erwähnt, oder Anke Wagner hat es gesagt, dann bei der Einbringung dann, ist ein vereinsunabhängiger oder vereinsungebundenes Engagement, was Sie bisher machen. Und da ist natürlich dann der Eigenbetrieb Sportstätten, der formal dann dafür zuständig wäre,
fühlt sich dann wieder nicht verantwortlich, dann, weil es die Satzung nicht hergibt. Jetzt müssen wir sozusagen nochmal klären, ob es dann im GB7 dann beim Grünflächenamt passieren kann. Also das wäre, glaube ich, nochmal ein wichtiger Auftrag, auch sag ich mal, im Zuge jetzt dann der Beschlussfassung, dass genau diese Zuständigkeit und der es dann auch federführend letzten Endes umsetzt, auch nochmal mit hier geklärt hat. Baden-Württemberg hat es dann, Bayern hat es dann, die ersten Parcours dann sind ja so in den 1970er, 80er Jahren entstanden. Sind dann die ersten Downhiller, die das damals dann auch vor allen Dingen mitgebracht haben. Dann Mike Hanna ist dann, glaube ich, ein wichtiger Akteur dann, aber auch Steve Wentz dann. Ich glaube, dann so und kennt die beiden Kollegen dann. Und ja, zum Teil haben wir es ja auch so dann, dass wir auch, sag ich mal, im Mountainbike-Bereich dann ja auch dann das gut als Training im Prinzip auch mit nutzen dann, also dass man dieses Training, also diesen Pumptrack so mit erbringt. Wir sind ja sozusagen mit Einreich auch dieses Antrages dann, als wir das Anliegen gehört hatten dann, als wir es gesehen haben, haben wir uns auch sehr gefreut dann und ich denke dann, dass es auch gerade für Jugendliche dann nochmal sehr wichtig ist dann, nach den Anfragen, die ich bisher auch immer mal gemacht habe, ist es ja so dann, dass durchaus auch ein hohes Bewegungsdefizit gerade auch so bei Kindern und Jugendlichen mittlerweile schon vorhanden ist, dass wir teilweise bei den Vorschuluntersuchungen ja bei 10% dann, 12% der Kinder mittlerweile sowas wie Feinmotorik und auch Grobmotorik Defizite zu verzeichnen haben dann. Das wächst dann sogar noch dann im Grundschulbereich dann bis auf 20% hoch. Also von der Seite ist das wirklich eine sehr gute Freizeitgestaltung, die sie hier auch erbringen dann. Und ich denke dann, das sollten wir auch als Stadt, auch als Stadtrat an dieser Stelle, sage ich mal, auch diesen Jugendlichen dann den Kindern auch geben dann, dass sie genau diesen Sport dann, auch diese Freizeitmöglichkeiten auch hier im Stadtgebiet haben. Von der Seite her unsere volle Unterstützung. Und ich freue mich natürlich dann, wenn es dann soweit ist, würde mir sogar wünschen, also wenn ich mir das wünschen darf, dann, wenn es die Einweihung dann sehr bald gibt, dass wir uns einladen und vielleicht fahren wir mal eine Runde dann auch zusammen. Vielen Dank soweit, dann bitte um Zustimmung für den Antrag. Soweit. So, dann kommen wir zum Abschluss der Fraktionsrunde. Fraktion Die Linke, Frau Dr. Geitsch. Meister, liebe Stadträtinnen und Stadträte, liebe Menschen am Stream, liebe Pumptrack-Begeisterte. Eine Pumptrack-Anlage für den Dresdner Westen. Ja, Frau Wagner und Herr Wagner und alle Pumptrack-Begeisterte, das ist ein tolles Thema. Es ist so toll, dass meine Fraktion Die Linke nicht lange überlegen musste, um diesen Antrag mit einzureichen. Warum sind wir begeistert? Ein paar vielleicht prinzipielle Sätze dazu. Sport ist ein Vielkönner. Sport hat das Potenzial, Werte wie Toleranz, Respekt und Fairness zu vermitteln. Er kann Vorurteile abbauen und Menschen verbinden. Darüber hinaus fördert Sport das Selbstvertrauen und das Bewusstsein in die eigenen Fähigkeiten. Außerdem sind Bewegung und Sport ein wichtiger Bestandteil für die Erhaltung und Förderung unserer aller Gesundheit. Seine positiven Auswirkungen auf die gesundheitliche Rehabilitation sowie die Förderung von Menschen mit physischen oder psychischen Beeinträchtigungen sind wohl nicht nur bei der Linken umstritten, sondern auch in diesem Saal sowie bei Zuschauern im Stream. Sport ist kein Luxusgut. Sport ist für alle da. Je größer und vor allem vielfältiger das Angebot in der Stadt, je kürzer die Wege zur Sportstätte, je mehr Menschen können Sport treiben, je mehr Menschen können sicher auch dazu motiviert werden, mit dem Sporttreiben zu beginnen. Deshalb ist die Investition in die Sportinfrastruktur unserer Stadt eine wertvolle Investition. Noch ein Punkt an dieser Stelle. Die große Mehrheit der ehrenamtlichen Aktiven engagieren sich im Bereich des Sports. Deshalb möchte ich die Möglichkeit nutzen, diesen Menschen, den Übungsleiterinnen und Übungsleitern, die sich zusätzlich zu ihrer Arbeit im Job engagieren, sagen, ihr habt meine Anerkennung und die der Linken. Danke für euren Einsatz. Ohne diesen Einsatz wäre es für viele Menschen, vor allen Dingen für Kinder und Jugendliche, nicht möglich, aktiv sportlich unterwegs zu sein. Heute bringen wir gemeinsam eine neue Sportstätte auf den Weg im Dresdner Westen, wird sie sein. Damit ergänzt sich das dezentrale Sportangebot in der Stadt. Und gerade das Dezentrale hat ja auch eine wichtige Funktion.
Dadurch hat die Sportstätte zusätzlich das Potenzial, einen Beitrag zu leisten zu der gestern beschlossenen Initiative, Dresden bis 2035 klimaneutral zu machen. Wege zur Sportstätte, die zu Fuß oder mit dem Rad zurückgelegt werden können, sparen nicht nur Geld für die Sportlerinnen und Sportler und ihre Familien und sind damit gut auch für Menschen mit kleinerem Geldbeutel, sondern es wird auch kein CO2 auf dem Weg verbraucht. Ich wünsche euch viel Spaß auf eurer künftigen Anlage, auch wenn es noch ein kleines bisschen dauert, bis ihr sie nutzen könnt. Dankeschön. Soweit erstmal die Fraktionsrunde. Weitere Redebeiträge, Herr Dr. Schulte-Wissemann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream, ganz kurz, ich als Pirat begrüße das natürlich, die Entwicklung ausgesprochen, denn die Stadt ist zum Benutzen da und dezentrale Sportangebote, das kann eine Pumptrack sein, das kann ein Basketballkorb sein, Bullbahn, alles Mögliche, von mir aus auch ein Schachtisch, finde ich sehr gut. Alles, was die Menschen nach draußen bringt und zusammenbringt, finde ich sehr gut. Eine Sache, wofür ja die Piraten bekannt sind, ist, dass wir einfach Ideen teilen. Und eine Idee zum Beispiel, um Sportstätten wirklich benutzbar, auch wenn es mal regnet oder sehr, sehr heiß ist, in Dresden umzusetzen, ist Unterbrücken. So, nur so, dass Sie das mal im Kopf haben. Unterbrücken, den Platz kann man sonst nie benutzen, ist aber natürlich vom Regen geschützt und auch von zu heißer Sonne. Vielleicht kommen wir ja in die Richtung auch weiter. Und ich verspüre hier einen großen Konsens im Saal. Ich wünsche mir dann auch diesen Konsens im Saal, wenn wir endlich die Westerweiterung im Alaunpark abschließen. Dankeschön. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, keine Nein, keine Enthaltung, damit so beschlossen.